Und somit herzlich willkommen wieder zurück auf der Kreis-Una-Map im Landwirtschaftssimulator 2015. Let's play together! Woo! Mit dem Tino! Ja? Mit wem? Hat der Tino schon Hallo gesagt? Achso, hallo, nee. Entschuldigung, hallo. Aber woo! Ja, mit dem Randy. Er hat Heil gesagt, das kam nur so leise rüber, weil er seine Fratze wieder wissen, wie weit vom Mikro weg hat. Hat er wieder ein halbes Cookie unterm Schreibtisch gefunden. Angenehm Gabriel. Du musst das Kopftuch auch mal abnehmen, wenn du da reinredest. Ich bin für mehr Toleranz hier. Ich will mein Kopftuch tragen. Schaltet euch mal das Kopfkino ein. Randy sitzt mit der Burka vorm Computer. Ja. Aber eine schwarze. Im Sommer. Naja. Weiß nicht, was schon immer religiös. Kannst du mich ja gerade beleidigen? Beleidigen? Dich kann man gar nicht beleidigen. Dich aber auch nicht, das ist das Problem. Ja, mal so eine Frage, was macht bei euch das Wetter? Mal, was hat bei euch das Wetter über Ostern gemacht jetzt? Wir sind ja aktuell Aufnahmetag, Karfreitag. Grauenhaft. Stimmt, also die Woche vor Ostern auf jeden Fall, also die erste Osterwoche, war grauenhaft bei uns. Also es hat geschneit, 2 Tage lang. Gestürmt. Es war unglaublich windig, also sehr, sehr viel Strom. Und der eine Tag, welcher war das? War das Dienstag? Ich glaube Dienstag. War schönster Sonnenschein, Regen, Sturm ohne Ende, schönster Sonnenschein, Regen, Sturm ohne Ende. Und das von allen 2 Mal innerhalb von 1 Stunde, das den ganzen Tag. So ungefähr könnte man sich das vorstellen. Bei uns liegt wieder Schnee. Bei euch liegt Schnee? Bei mir auch. Bei uns lag gestern Schnee. Aktuell Karfreitag bei mir liegt. Aber das ist der April, ne? Das ist normal. April macht jetzt kroppert der das weg. Da kommt dann. Das gute Geld! Du musst doch wohl bekloppt sein, Junge. Nö, der fahr doch hinne. Übrigens, der Anbrachung. Ich hatte ja hier mit Alex gequatscht, hatte ich ja schon mal erzählt. Das ist ja der nette Herr aus Kanada. Bei denen gibt es ja im Übrigen auch ja Karfreitag, bei denen da drüben. Aber ist halt typisch Amerika. Bei denen heißt das, Heimat Lamberta, der hat es mir geschrieben. K-Friday. Was? K-Friday. Das ist was anderes. Also jetzt muss ich, Moment, da muss ich das gerade mal hier, aber die Skype-Konstellation also, offen. Ah ja, muss ich mal auf jeden Fall, wenn du das ins Deutsch übersetzt, dann ist das wieder... La, le, ah ja, da heißt der heutige Tag bei den Good Friday. Good Friday. Also guter gehört. Freitag. Habe ich auch gesagt. Also irgendwie hört sich das alles bei euch hier drüben, wenn man das ins Deutsch übersetzt, lächerlich an. Ja, die haben doch sowas wie Dings hier. Black Friday haben die ja auch. Ja. Das ist ja immer dann, wenn die Amerikaner ausrasten. Ja, wenn das Weihnachtsgeschäft losgeht, ne? Ja, wenn das Weihnachtsgeschäft heute losgeht, da haben die Händler ja teilweise 80% Rabatt drauf. Da geht's ja um Lärm und Tod, da schlagen die sich ja durch für ihren flachen Fernseher. Ich bin gerade sprachlos, was machst du da? Hä? Oh, beim Rogelskreuz. Was denn? EMA wurde es jetzt. Machst du Vorgewende, oder? Boah, was ist denn los? Ich verstehe jetzt nicht, was du meinst. Grobern? Wie groberst du jetzt? Hat du groberst im Kreis? Nee. Du meinst, weil ich jetzt hier hinten, weil ich jetzt so rumgrubber, oder was? Ja. Nee, den grubber doch andersrum. Ist doch wurscht. Hab ich halt eine Bahn hier gezogen. Doch, wegen den Bäumen jetzt hier, oder wie? Ja, deswegen. Da kommst du denn nicht rum, deswegen. Ja. Hab mich das jetzt gerade verwirrt ein wenig. Warst du irritiert? Irritiert, ja. Aber Good Friday ist schon ein bisschen sarkastisch, oder? Guter Freitag, ja klar. Ja, wenn man daran sieht, dass Jesus gekreuzigt wurde, Good Friday, naja. Ich wollte es auch gerade sagen. Okay. Na gut, ich weiß nicht, mit welchem Hintergrund die das feiern. Aber das ist bei denen auf jeden Fall im Gegensatz bei uns hier ein offizieller Arbeitstag. Bei mir auch. Aber bei dir auch. Ich muss arbeiten. Ja. Ich muss heute Karfreitag 18 Uhr anfangen mit arbeiten. Grauenhaft. Aber mit den 250% Feiertagszuschlag. Ne, 180%. 100% Feiertagszuschlag plus 35% Nachtzulage. Also 135. Genau, ja. Weil wir haben es hier nicht so dick in der Schweiz, das ist das Problem. Ja. Okay. So, ich will ja nichts sagen, aber mein eine Minute. Was muss ich denn jetzt machen mit dem Teil? Muss ich den zurückbringen?
Nee, passt schon. Eine Minute. Was hattest du für einen? Das war der Deutz, ne? Nein, Class Aktion 950. Ich grubbe aber gerade noch, Moment. Sag dir, wenn ich fertig bin. Und verkauft. Geht ja nicht, wenn du. Ich würde aber ganz gerne den Grubber auch noch zurückfahren, wenn ich. Ja, der verlängert sich um eine Stunde automatisch und dann ist gut. Hast du etwas höhere Mietgebühr dafür für die eine Stunde, dann läuft er nochmal eine Stunde weiter. Ja, du kannst ihn schon verkaufen, also müssen wir jetzt nicht unbedingt, weil wir sind ja fertig mit Grubbern. Ja. Das wäre Quatsch. Ja. Also kann ich ihn jetzt verkaufen? Warte. Ich warte weg. Jetzt kannst du verkaufen. Klick, wo ist er? Ist? Er steht bei der Maschinenhalle. Der Klick. Bei Feld, auf Feld. Ist verkauft. Okay. Aber, jetzt ist aber ich muss euch noch was erzählen. Ich hab die Woche eine Wette verloren. Ich habe dort glatt behauptet, dass der Mais, den man grillt, vorgekocht wird, weil er sonst zu Popcorn wird. Ja, genau. Das habe ich noch nie gehört. Ja, ich weiß auch nicht, wie darauf gekommen. Auf alle Fälle habe ich mich auf die Wette eingelassen, dass ich danach dann einen Kollegen zum Männergrillen einlade. So, das Ende vom Lied ist, ich habe jetzt ein 4 Kilo Stück Rinderkotelett zu Hause stehen, liegen. Das wird dann in 4 Koteletts geschnitten und dann gegrillt. Okay. Wo konnte man nochmal die Sachen einsehen, die man gemietet hat? Gar nicht, ne? Hallo? Nee, kannst du mal nur in der Garage durchklicken und dann gucken, ob du das gemietet hast oder nicht. Rechts hier anstatt verkaufen zurückgeben. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall die ganzen Gruber sind gemietet und meine Sattmaschine. Gruber technisch kannst du mein einen auch schon zurückgeben. Das ist aber immer in und der gleiche, sprich, wenn ich da jetzt einfach auf verkaufen klicke, kann der Pion seiner weg sein. Der Pion seiner Pion ist gleich fertig, also du kannst da alle drei weg. Gleich. Ja, und meiner verkaufen tut er ja. Aber ich verstehe immer noch nicht, wie es dazu kommt, Er spricht dich aus. Nee, ist ja jede Aufnahmesession dasselbe leidige Thema. Was ist denn los? Hast du Probleme? Naja, mit der Ordnung am Hof, ja. Wieso? Steht alles unter dem Dings, oder? Nee, es steht schon wieder alles komplett kreuz und quer auf dem Hof rum. Da waren die Mäuse unterwegs. Nee, ich weiß auch, wer es benutzt hatte. Deswegen bringt es jetzt eh nichts. Ich kann es nicht gewesen sein, ich bin auf dem Feld. Du hattest die Sämaschine hinten dran. Oder ja, hast du die noch? Ich hab sie noch hinten dran. Okay. Hab sie. Wir haben hier 3 Horsch Maestro. Ich nehme ganz stark an, dass das die nächste Aufgabe wird. Aber ich würde jetzt erstmal, wenn es geht, Klicky mit dir tauschen, würde mal den LKW nehmen. Du willst LKW fahren? Gut, ich will auch einmal LKW fahren. So nach 15 Folgen, Klicky, kannst du nämlich mal. Und jetzt muss ich schon mit der Atlingurke rumfahren. Ich weiß nicht so recht, ob wir noch einen anderen haben. Nicht, wenn ich miete, renne ich einen neu wieder. Ist ja kein kann Problem. Ich kann nicht switchen, also ist das der Insche? Du wolltest jetzt gerade Motoröl bei den Holzfäller-Team ausladen. Ja. Sehe ich richtig? Richtig, das ist so richtig. Dass wir dann irgendwann mal Holz haben, weil das müssen wir ja dann nur simpel hin und her fahren, wenn wir dann quasi den großen Auflieger noch für die Fertigwaren haben. Müssen wir dann noch rüberfahren und das weitere ergibt sich ja dann, weil Mehl läuft ja schon. Und das Hackschnitzel können wir dann auch gleich abtransportieren zu den Bühnen. Gut, allerdings habe ich hier Pellets machen. Motoröl wird hier nicht angenommen, kommt hier gerade. Dann bist du auf dem vorderen Trigger drauf, da wo Treibstoff ist. Ist ein bisschen schwierig, weil ein bisschen eng. Jetzt. Da ist das Abladesymbol. Ah, okay. Super. So, was soll ich jetzt machen? Oh, eine Maestro tanken. Dran und dann müssen wir ansehen den ganzen Quark. Wir haben jetzt extra die Felder gegrubbert, oh, weil Felsen. Wir was machen wollten? Hopfen, genau. Weil wir wollten ja die Maxtron dann mieten. 2-3 Maxtron und damit dann ernten. Genau. Oh, funktioniert das mit dem Kleinen, mit der Dings? Maestro? Ja. Ja. Nee, mit der 12W musst du. Ja, die haben wir ja. Ich weiß nicht, was er hier zieht. T6. Ja, du kannst ja auch cool. Rennen, die kann er noch ein Minen. Ich wollte gerade sagen. Oder warte mal, switch man. Nein. Ich switch mal kurz in deine. Nein. Wieso? Ich will einen gemieteten haben. Ich nehme nicht immer das gebrauchte Gelümp. Gebrauchte Gelümp, ich gebe mal gleich aus den Deutz. Ach, Deutz, kann man nicht mehr erkennen.
Jetzt rupp hier nein, sonst trage ich dich nein. Ich bin noch beim Danken, das dauert noch ein Stück. Beim Danken. Ich danke euch. Den Danksten? Ja, nee, ich hab abgedankt, deswegen. Wieso heißt du Merkel oder was? Ja. Nee, Merkel dankt ja auch nicht ab, die wird wenn dann nicht mehr gewählt. Was fährst du jetzt hierher mit dem Fass? Ja, wo soll denn das hin? Das bleibt immer unten an der BGA, weil da brauchst du es nur. Vorsicht, Vorsicht. Och, das war knapp. Leute, ich sehe schon vor mir Namensänderung. Economy Times, jetzt Chaos-Truppen-Time. Warum? Rein ja, vom aber ich würde das halt immer da unten stehen lassen, weil nur dort brauchst du es, wie gesagt. Ja, dann fahr ich dann der BGA wieder, ist ja kein Thema. Das vielleicht nochmal Öl reinkippen. Die hatten, glaube ich, nichts mehr. Also nochmal Öl holen bei der American Oil Pump. Genau. Okidoki. Das nochmal rein lassen. Dann holen wir Bier. Lecker. Apropos Bier. Was habt ihr vor, dieses Jahr zu grillen? Tino, du hast doch ein Haus, du hast doch genug Platz für einen Ochsengrill, oder? Deswegen hast du aber trotzdem noch keine Ochsen. Kauft auch wieder das Ding. Ja, das ist die Telefonnummer vom Randy, oder? Weil sie den mal draufstecken und grillen eine Runde. Ja, der braucht sowieso 24 Stunden, also von daher. Da hast du viel zu kauen, sag ich dir. Meine so zäh. Hm. Gammelfleisch. Welche Felder müssen jetzt noch gemacht werden überhaupt? Switch einfach mal bei denen in Glas in 10, nein. Ist krass, sobald man eine Position tauscht, bricht das gesamte System zusammen. Bis jetzt bei der 10 und da machst du einfach weiter. Ich will auch mal einen anderen Traktor fahren. Man muss ja manchmal ein bisschen die Zicke raushängen lassen. Ja, heute besonders. Vor allen Dingen das Ding hier, eine Stunde 16, also für 2 Stunden war es gemietet, oder was? Ich weiß nicht, für was das Ding gemietet war. Auf jeden Fall läuft es in 23 Minuten aus. Bei mir steht jetzt eine Stunde 16 Minuten. Ja, wir hatten damals hier Maestro gemietet, um anzusehen. Dann haben wir gemerkt, dass es gar keine Direktsaatmaschine ist, sondern gegrubbert werden muss. Da wir mit dem Grubbern nicht hinterhergekommen sind mit der breiten Saatmaschine, haben wir noch Grubber gemietet und angefangen zu grubbern und nur einer hat gesät. Das war die Vorgeschichte. Richtig. So meine Wenigkeit. No. Bis jetzt 14,2 Meter hat das eingestellt. Ja, wenn du das auf Automatik stellst, dann macht er den Radius noch größer und es wird noch ungenauer. Keine Ahnung, was da. Lässt einfach selber nach, ist ja kein Problem. Randy, habe ich schon extra so nachgestellt, dass es jetzt so halbwegs passt. Ja, Björn. Willst du noch eine Maestro mieten? Ich habe gerade den Grubber zurückgegeben. Wir haben 3 Stück. Ach so. Also ich habe 3 Stück gesehen, weil Randy hatte eine dran und 2 standen am Hof. Ich fliege. Wenn der Lambo mal fahren würde jetzt hier. Also, das krasseste Fail ist immer noch dieser lila eine LKW, das geht einfach gar nicht. Das war Klickis Wunsch. Oh, auf jeden Fall. So schlimm. Ah, Klicki, du und deinen Farben. Sag doch einfach, du bist farbenblind. Das Einfachste. Alter Schwede, wenn das hier voll ist. Ey, wir haben ja dieses realistische Gewicht drin, ne? Ja. Merkt man. Oh, Klicki, nur noch 130 Liter am LKW. Muss ich jetzt auch noch tanken gehen, oder was? Ja, ich war aber schon mal tanken, also da säfte ein bisschen was, wenn du Gas gibst. Naja, 45 Liter hier. Jawohl, wenn er Max-Geschwindigkeit hat, 15. So sieht's gut aus. Kraft kommt nur von Kraftstoff. 83, okay. Dann mal die Karre holen und dann tanken. Was halt echt cool wäre. Achso, ja. Was halt ganz cool wäre, wenn man der nächsten Aufnahmesession dann vielleicht doch das DLC mit reinnehmen. Was meint ihr dazu? Eigentlich nö. Was? Eigentlich nö. Warum? Keine Ahnung. Warum? Ja, nicht so besonderen Bedarf danach, sagen wir es mal so. Warum? Nö, brauche ich nicht, also. Naja, aber gut, du brauchst es nicht, okay. Gut, dass wir. Ich wäre dafür. Okay. Und ich hab's nicht, also hat sich die Sache schon gegessen. Warum? Ist unentschieden, da müssen die Zuschauer entscheiden. Ja, ich hab's ja nicht.
Vorsicht, ja, ich tue ja schon gerade. Ich habe einfach gestellt jetzt auf 14,8 Meter. Dann passt das, meinst du? Es war 14,2 eingestellt. Bei 12 Meter Arbeitsbreite. Die macht mehr. Okay. Also wenn die roten Linien jetzt hier 14,8 Meter sind, die immer noch breiter am Ende. Macht immer noch mehr, die macht 15 oder sowas. Schauen wir, weil da zeigt mir hier Automatik 12 an, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist mehr. Naja, totaler Schwachsinn, was der hier macht. Der hat ja diesen sinnlosen Versatz drin, den ich sag schon mal deaktiviere. Was hast du gesagt? Ich hab jetzt 14,8 einfach, das überlappt minimal, das sieht realistisch aus. Ja. Alter. Also DLC immer durch, dann. DLC haben wir gar nicht durch. Oder? Nehmen wir es jetzt mit rein. Also, achso, wir nehmen es mit rein. Gut, DLC ist durch. Ja. Wie sieht's aus? Waschanlage gibt's ja schöne Mods. Warum? Waschanlage DLC. Also, manchmal bist du wirklich begriffsstutzig, habe ich das Gefühl. Aber ja, okay. Bin ich auch. Erklär ich dir im Anschluss vielleicht mal. Begriffsstutzig das Wort? Nee, ich habe einen Düden hier liegen. Waschanlage, finde ich, ist eine gute Idee, ja. Also ich finde es eine gute Idee, auf jeden Fall, weil würde ja passen. Gibt's ja jetzt zwei schöne, ja. Mhm. Aber ich glaube, das müssen wir nächste Folge besprechen. Ist schon soweit? Ja, ist schon soweit. Wahrscheinlich schon soweit. Du fährst irgendwie total schief, aber egal. Trotzdem musst du das Däumchen da lassen und die Beschreibung checken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Leute. Tschüss.